ein Projekt, das vom EU und vom Land gefördert wird. Das heißt COSSE. Und COSSE steht für den Kompetenzverbund Software Systems Engineering. Und in diesem Kompetenzverbund sind die IT-Unternehmen des gesamten Landes Schleswig-Holstein verbunden und zusätzlich andere Einrichtungen, wie beispielsweise das Fraunhofer Institut für Marine Biotechnologie, die Fachhochschule Lübeck oder auch die IHK und die Wirtschaftsförderung. In diesem Projekt werden wesentliche Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie vorangetrieben und wir konnten auf der CeBIT aktuell auch wirklich praktische Ergebnisse an das Fachhochschulforum präsentieren. Diese Netzwerke, die in den vergangenen Jahren bereits in Lübeck und in der Region entstanden sind, stärken den Standort, sie stärken auch viele Branchen. Herr Dominiak hat schon die Medizintechnik angesprochen, die IT, aber die Stärke des Standortes zeigt sich beispielsweise auch in der Ernährungswirtschaft oder in der Logistik. Für die Ernährungswirtschaft möchte ich gern ein, ich finde, herausragendes Projekt erwähnen. Das ist Food Regio. Dort haben sich in Schleswig-Holstein auch, und zwar als Initiative aus Lübeck hervorgehend, die Unternehmen der Ernährungswirtschaft zusammengefunden. Und sie haben auch das mit anderen Einrichtungen gemeinsam getan und haben ganz konkrete Vorteile sowohl für die Ausbildung, Qualifizierung oder auch für die Produktoptimierung entwickelt. Und da wiederum gibt es zwei Beispiele, die für mich sehr, sehr überzeugend sind. Eines ist ein Beispiel im Bereich der Energiemanagements. Es haben sich beteiligte Unternehmen zusammengetan und haben den Prozess innerhalb einer Lebensmittelherstellungskette so energetisch optimiert, dass man dafür 100 Einfamilienhäuser ein ganzes Jahr lang mit Energie, vollständig mit Energie versorgen könnte. Also was finde ich, sind tolle Ergebnisse, die sich aus diesen Initiativen ergeben. Ein anderes Beispiel ist ein Beispiel zur Qualifizierung. Die Ernährungswirtschaft hat sich mit der Fachhochschule zusammengetan und es wurde ein neuer, dualer Bachelorstudiengang Food Processing gebildet, der genau auf die Bedürfnisse der Wirtschaft abgestimmt ist und somit auch mit Sicherheit entsprechende Erfolge zeigen wird. Und es wurde eine neue Professur im Bereich Maschinenbau und Wirtschaft für diesen Bereich gegründet. Sie sehen, ich denke, dass man daran sieht, dass diese Projekte weit über den Nutzen für die Ernährungswirtschaft selbst hinaus einen Nutzen entwickeln für die Menschen, die hier leben, die in der Region leben und arbeiten. Schon zu Zeiten der Hanse war es ratsam, sich frühzeitig auf die Zukunft zu orientieren. Und es war ratsam und hilfreich und ist es auch, sich gut zu vernetzen. Ich denke, dass das Wissenschaftsjahr 2012 für die Hansestadt Lübeck und die Region ein Meilenstein auf diesem Weg sein wird. Meine Vision 2030 ist, dass sich die Netzwerke in den Branchen ganz lebendig entwickelt haben, dass sie gelebte Realität sind und dass sie ganz entscheidend zu einem überdurchschnittlichen Wachstum in Bildung und Wirtschaft beitragen. Die Wissenschaft ist als Gemeinschaftsprojekt der Gesellschaft der Standortfaktor für die Region. Und die Stadt Lübeck strahlt aus und zieht Menschen an, regional, national und international. Vielen Dank. Weiblich. Ich bitte Frau Antje Petersil zu uns, das ist die
Nahtstelle zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Stadt, Bürgerinnen und Bürger und Volker Klavenisch. Vielen Dank an die Delegation für die mitreißende Präsentation. Jetzt ist die Runde Fragerunde eröffnet. Ja, vielen Dank für Ihre Erklärung. Ich denke, dass sozusagen der Wutbürger nicht nur Baden-Württemberg, wo ich herkomme, zu Hause ist, sondern auch bei Ihnen an der Küste. Das führt mich zu der ersten von zwei Fragen. Es ist ja ein gewisser Wut, ein zweites Mal anzutreten. Die Jury respektiert das in besonderem Maße, insbesondere wenn solche Qualitätssteigerung spürbar ist. Wir hätten sicherlich unsererseits doch noch mal die Frage, was die Nachhaltigkeit verschiedenster Aktivitäten betrifft, die Sie im nächsten Jahr vorhaben. Denn das ist ja doch ein sehr beeindruckender Strauß. Ich will an dieser Stelle nur sozusagen vielleicht die Irritation von meiner Seite, das wollte ja noch zum Ausdruck bringen, dass Sie mit der Bildung Medizintechnik und auch dem Food Processing sozusagen auch schon sehr beeindruckende interdisziplinäre Schwerpunkte gebildet haben, dann aber ein Zentrum für Kulturwissenschaften. Das Zentrum auf der Bewerbung stellen. Das finde ich fantastisch. Ich würde gerne wissen, wie das genau geht. Und die zweite Frage bezieht sich auf die Frage der Finanzierung. Ich hatte immer am Bodensee den Eindruck, dass die Lübecker eine ganz besondere Zivilgesellschaft haben und ein besonderes bürgerschaftliches Engagement. Von daher würde ich an dieser Stelle Ihre doch wahrscheinlich konservative oberschwäbische Kalkulation. Als ob Sie sich nicht doch ein bisschen mehr zutrauen, was die Finanzierung von verschiedensten Aktivitäten ermöglicht, weil Sie brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Geld für das, was Sie schaffen. Ja, ich habe drei Fragen rausgehört. Also die erste war in der Tat die Nachhaltigkeit. Da muss man sagen, wir haben mit der Bürgerakademie ja schon aus der ersten Bewerbung an Nachhaltigkeit weiterentwickelt. Die ersten Veranstaltungsverzeichnisse haben wir auch mit. Was wir für das Wissenschaftsjahr planen, für das Wissenschaftsjahr 2012, ist in der Tat, Wissenschaft in den öffentlichen Raum zu bringen. Es ist so wichtig, und das ist eben diese Begegnung, die als Leitmotiv unsere Bewerbung durchzieht, es ist so wichtig, Wissenschaft zu den Menschen zu bringen. Und durch Vortragsveranstaltungen erreichen wir zu einem hohen Prozentsatz vor allem diejenigen, die wir eigentlich gar nicht erreichen müssen, weil denen ist der Wert von Wissenschaft durchaus bewusst. Wir müssen Wissenschaft eher zufällig auch in den öffentlichen Raum bringen und dass es gelingt, dass jemand zufällig über Wissenschaft stolpert, ohne dass er sofort Wissenschaftler in Verbindung bringt. Ja? Und so den Menschen eigentlich auch deutlich machen, dass alle Teil unserer Wissensgesellschaft sind. Ja? Wenn Sie eine Umfrage starten in einem ganz normalen Einrichtungszentrum und Sie fragen, sind Sie Teil der Wissensgesellschaft, werden sich nicht alle als Teil der Wissensgesellschaft fühlen. Die Nachhaltigkeit eines Projekts liegt darin, dass wir einige Wissenschaftsspielplätze in der Fußgängerzone etablieren möchten. Und zwar zu unserem Kernthema der Medizintechnik, dass eben anhand von einfachen physikalischen Grundprinzipien deutlich wird, warum ist Medizintechnik für die gesamte Gesellschaft wertvoll, wie kann jeder profitieren, was verbirgt sich hinter der Entfernung von Nierensteinen, ja? Wie funktioniert das über Ultraschall? Und dann gibt es ein Team, was sich eben auch zwischen Fachhochschule und Universität gegründet hat, aus einem Kompetenzzentrum Tandem, die auf diese Weise wirklich Wissenschaft in den öffentlichen Raum bringen und dass eben der Tourist, ja, der zum Bodenburghaus möchte, vom Bahnhof, von seinem Hotel, über die Fußgängerzone, zufällig über Wissenschaft stolpert. Ich kann Ihnen sagen, das Gespräch zwischen Kindern und ihren Eltern wird so sein, dass die Kinder den Eltern diese Physik erklären werden, weil die Eltern sind eigentlich von den physikalischen Grundprinzipien auch weit entfernt. Dann auch nochmal mehr gefällt. Das ist wirklich dieses eine Projekt, was uns auch am Herzen liegt, egal wie das heute da aussieht. Der zweite Punkt ist in der Tat Kulturwissenschaftliches Zentrum, das haben Sie genannt, auch zu dem Thema Humboldt. Humboldt ist natürlich bewusst gewählt, weil man auch aufrütteln möchte. Ja. In Lübeck war eben ganz oft die Diskussion, Klassen, ja, also Hansi trifft Humboldt. Humboldt war der in Lübeck, ja? Also diese Frage kam ja. Und der Vorteil, der sich aus dieser Irritation ergibt, ist in der Tat, man kommt ins Gespräch. Und man kommt nicht nur ins Gespräch über Humboldt, sondern auch über die Hanse.
Weise sind jedenfalls die Arten, die in Lübeck leben, auch gar nicht mehr so ganz bewusst. Ja? Und das ist schon sehr identitätsfördernd und natürlich die Begegnung, die Bedeutung dieses Zusammentreffens. Ja? Sich begegnen, gemeinsame Interessen erkennen und dann sagen, komm, dieses Ziel streben wir an. Das ist in der Tat das, was mit Humor verbindet. Dann wollten wir natürlich für diesen Wettbewerb ein authentisches Motto wählen, ja, was uns auch keiner wegnehmen kann. Und Hanse trifft Humboldt, kann Halle nicht sagen. Das jetzt sind wir die Finanzierung. Finanzierung ist in der Tat so, sind es die Projekte, die so viel finanziert werden, die gut laufen. Also ich sage, wir können natürlich noch mehr Potenzial nehmen. Aber wenn man mal in die Wissenschaft hineinguckt, was Projektmanagement angeht, sind es, und das sehen wir in Lübeck auch, sind es häufig die guten Ideen, die sich durchsetzen. Und oftmals sind es gerade die Projekte, die sehr wenig Geld zur Verfügung haben, die sich dann aus eigenem Antrieb und wirklich aus dem Glauben an diese Idee dann auch durchsetzen. Fördert man Projekte sehr luxuriös, mit sehr viel Finanzeinsatz, gibt es natürlich eine tolle Struktur, es gibt tolle Flyer, Broschüren, es gibt auch tolle Filme, die mit Sicherheit nicht pixelig sind, die super genial aussehen. Aber wenn das Geld dann versiegt, dann hört man von dem Projekt auch häufig nichts mehr. Und da denke ich, dass man eine gute Gratwanderung geht, authentisch zu bleiben, zu sagen, wir setzen das Geld so an, wie wir es haben, mit dem Partner zusammen. Und ich kann Ihnen versprechen, da wird ein Wissenschaftsjahr 2012 nicht drunter leiden, eher profitieren. Denn dazu sagen, Halle ist natürlich anzustellen. Ich freue mich darüber sehr. Speichern, da kommt irgendwann, wenn es darum geht, wo studiere ich Medizin, das natürlich dann ideal